Ich bin wieder auf dem Weg ins Gericht zur Verhandlung von Sabrina Koll morgen. Mal sehen, was da heute rauskommt. Es geht ja um recht marginale Vorwürfe, die aber leider im Hochsicherheitstrakt verhandelt werden sollen. Ich hoffe mal, da findet es nicht statt und die gehen in einen normalen Raum. Das ist einfach entwürdigend. Und liebe Staatsanwälte und liebe Richter, die Menschenwürde ist unantastbar. Das gilt für jeden von uns. Das sieht ja gut aus heute. Hier ist geschlossen, das heißt, ich habe wahrscheinlich irgendetwas übersehen in meinen Telegram-Gruppen. Wahrscheinlich eine Verlegung des Raumes. Dankeschön. Ah ja, da warten ja schon ein paar. Also das ist die Art und Weise, wie der Einlass hier funktioniert. So alle paar Minuten erscheint hier jemand an der Tür, lässt einen rein und schließt wieder ab, habe ich gehört. Nun ja, also doch nicht ganz so menschenwürdig, wie ich gehofft hatte. Also es ist völlig klar, wenn das hier so funktioniert mit diesen Abständen, dann werden all die Leute, die hier vor der Tür stehen, nicht rechtzeitig um 9 Uhr im Saal sein. Ja? Und das kann nicht sein, das halte ich für rechtswidrig. Das ist Schikane. Na, da wird die Tür aufgeschlossen und... Fragen beantwortet, Tür wieder abgeschlossen. Ja? Also, wenn jemand das Gebäude stürmen würde, wollen würde, dann würde man ihn einfach zur Seite schieben und reingehen, in dem Moment, wo die Tür auf ist. Warum schließt er die Tür ab? Also logisches Denken ist in Deutschland nicht mehr weit verbreitet. Vorschrift ist Vorschrift, das wird gemacht. Hatten wir alles schon mal, tut mir leid, muss ich jetzt sagen. Sowas wollen wir nicht mehr. Tür aufschließen, ein reinlassen, Tür abschließen. Mein Gott, welche Schlüsselabnutzung hier. Die eigenen Sachen kann man vor dem Gericht einschließen, und zwar hier. Wenn man einen Euro im Portemonnaie hat, zum Beispiel. Sabrina geht drüben rein, nur der Pöbel muss in diesen Lieferanteneingang hier. Die gefährlichen Mitstreiter. Hallo Sabrina. Ja. Hast du ein paar Worte zu Beginn dieses Tages? Wie fühlst du dich? Ja, also ich bin maximal angespannt. Ich habe gerade hier so einen Glücksbringer bekommen. Und ich hoffe auf die positiven Gedanken, die mir Kraft geben werden. Und danke, dass ihr alle da seid. Das ist also... Toi, toi, toi. Danke. Das sind die Letzten, die noch rein wollen. Es ist 8:40 und der Einlass ist noch nicht beendet. Björn, sag doch mal, was hier gerade passiert. Ja, ich habe gerade schon kommentiert, das ist hier Zeitgeschichte, die dokumentiert wird. Das soll hier die Öffentlichkeit darstellen.
Das ist heute der Gerichtsprozess gegen die Intensivkrankenschwester, die mehr als 2 Jahrzehnte, 25 Jahre als Intensivkrankenschwester gearbeitet hat. Circa 60 Kilo schwer, 50 Jahre alt, noch nie mit dem Gesetz vorher in Konflikt gekommen. Ihr wird heute vorgeworfen, ja, unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Und hier ist halt schon die Farce am Eingang, dass die Öffentlichkeit behandelt wird wie Schwerverbrecher. Das fühlt sich zumindest so an, mit Kopie des Ausweises, mit einer gleich von Anfang an begrenzten Teilnehmerzahl von 25, obwohl man einen größeren Saal anberaumen hätte können. Das heißt, jetzt fängt der Streit schon vor der Tür an. Genau, so ist es. Wer kommt noch rein? Die Öffentlichkeit ist sozusagen ausgeschlossen. Ist das rechtmäßig? Nicht ausgeschlossen, aber deutlich reduziert. Reduziert und. Das heißt, die dürfen sich selbst prügeln, wer denn jetzt hier rein so darf. So sieht's aus. Also teile und herrsche vor der Tür, das Gericht sozusagen. So sieht's aus. Es wird unattraktiv gemacht für die Öffentlichkeit. Ja, aber ist es ein bisschen besser als letztes Mal oder gar nicht? Das kann ich nicht beurteilen. Nur ein anderer Eingang. Kann ich nicht beurteilen, weil ich beim letzten Mal leider nicht dabei war und deswegen heute gesagt habe, heute geht kein Weg dran vorbei, dass ich hier heute der Gerichtsverhandlung beiwohne. Müssen wir nochmal nachhaken, ob hier wieder die Personalausweise kopiert werden und anschließend beim Richter gesammelt, ja? Ja. Okay. Früher nannte man das Staatssicherheit in der ersten Diktatur, in der ich gelebt habe. Wie man das heute nennt, kann ich nicht sagen. NWO. Also, Datensicherung. Warum dauert denn das so lange? Was machen die da drin alles? Warum dauert es so lange? Also zumindest beim letzten Mal war das so, dass man ja eine Ausweiskontrolle, dann wird der Ausweis kopiert. Und dann in der Regel, das ist normal eine kleine Visitation, aber das eher mit dem Metalldetektor, ob man nichts dabei hat. Und da muss man alles einschließen, aber heute geht das aus meiner Sicht länger als so. Ja. Wenn ich geh rein, Mann. Danke. Na dann. Aber ist es überhaupt schon so, dass du hier teilweise Gerichtsprozesse nur noch Gerichtssäle hast, wo bloß noch 3 oder 4 Leute Platz haben? Das Volk sind 3, 4 Personen oder was? Es geht ja nur um Symbole. Hätten ja auch 100 kommen können. Ne? Genau. Wo sollen denn die alle hin hier? Ich glaube, wir haben Recht, dem beizuwohnen und das ist hier gesetzwidrig. Aber es nützt uns in dieser Situation hier jetzt erstmal nichts, weil die es einfach machen, wie sie es wollen. 7 Zeugen oder so sind es angeblich heute. Wir haben es aber durch. 2,5 Zeugen haben wir jetzt gehört. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Also der eine Zeuge ist ja noch drin, ich muss leider Gottes los. Ich halte die Verhandlung gar nicht, und der Richter hat sich heute da gut verkauft. Ich will nicht sagen, dass der auf der Seite ist, aber der merkt schon, dass die Polizei oder die Polizisten, die vor Ort sind, die da Aussagen treffen, dass die komisch sind. Also das merkt er tatsächlich. Also der hat auch klipp und klar gesagt gehabt, das, was Sie hier erzählen, passt nicht zusammen. Er hat auch gesagt gehabt, das macht gar keinen Sinn. Es ging vor allem darum, ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war, da ist sie quasi geflüchtet, ist dann verhaftet worden, da ist sie mitgekommen, auch mitgelaufen, dann danach in eine Polizeimaßnahme geraten, sollte dann 2 Meter zur Seite gehen und ist dann verhaftet worden, also und zwar mit Händen auf dem Rücken. Das machte für den Richter gar keinen Sinn. Dann hat er ja recht, also ich kann ja nicht sagen, es gibt ein Abstandsgebot und dann bringe ich die Leute zusammen, wo sie alle zusammenstehen. Das macht also keinen Sinn. Ne? So, und, also der Richter, ich kann nicht sagen, wie der urteilt. Also aus meiner Sicht müsste man also einige Anklagepunkte fallen lassen, weil man heute gemerkt hat, dass es also sehr merkwürdig ist. Mal gucken, was da rauskommt. Das wird, glaube ich, für alle interessant. Ich würde Sabrina den auf jeden Fall den Rat geben, dass wenn sie heute verurteilt wird und alles, was mehr als 1.000 Euro ist, soll sie sofort in Berufung gehen. Und eigentlich soll sie überhaupt in Berufung gehen, weil das, was heute da gelaufen ist, da muss man zugeben, wenn da so ein 23-jähriger Polizist sitzt, damals noch 22, und ich will dem gar keinen Ärger machen. Das sind Polizisten, aber die haben natürlich Testosteron, dem wird gesagt, die sind gegen den Staat, ne, so, und dann wird da eben gehandelt. Die sind übermotiviert und haben überreagiert. Punkt. Das muss ich nicht gut finden, das muss ich auch nicht in Ordnung finden. Aber dann jemanden zu verurteilen, der da ein Opfer draus geworden ist, das halte ich für komplett falsch. Ne? Also da. Ich sag mal, mit diesem Richter habe ich zumindest nicht die Hoffnung an den Rechtsstaat verloren. Aber der Richter hat natürlich auch ein Problem. Wir kennen alle Richter Detmar aus Weimar, der gut war und dann ist er verurteilt, hat seine Pension heute los. Das im Hinterkopf bedeutet natürlich, dass er sagt, ich muss die irgendwie verurteilen. Ne? Das ist nämlich ein Problem. Kann das sein, dass da noch ein dritter Verhandlungstag draus wird?
könnte durchaus möglich sein, aber ich ehrlicherweise, ich will mich da auch nicht festlegen. Also ich habe das keine Ahnung. Ich bin ja im Untersuchungsausschuss. Ich erinnerte mich heute an den Untersuchungsausschuss, weil der Richter ab und zu mal sagte, die Frage ist nicht zulässig. Die Frage haben sie schon gestellt. Das ist genau wie bei uns. Aber das hat ja ganz, er hat das ganz gut laufen lassen aus meiner Sicht. 7 Zeugen ist viel. Also ich glaube, wenn die heute um 4 noch sitzen, vertagen die das nochmal. Meiner Ansicht nach sind auch 1-2 Beweisanträge nochmal geschrieben. Oder ja, die Anwälte haben ja mit einer Rüge begonnen. Das hat ja auch alles sehr schön gedauert. Fand ich sehr gut. Ja. Also Martin Schwab hatte da eine Rüge erteilt oder hat also eine Rüge dem Gericht gegeben. Da geht es also darum, wie es beim letzten Mal gewesen ist, wie man reinkommt, dass man alles abgeben muss. Ne? So, das fand ich ganz war das heute nicht so? War das entschärft? Das war heute, es war anders, aber es war schon genauso. Also wir haben ewig lange gewartet. Es war, also heute war es ja, also mit Schuhe ausziehen. Ich musste meine Schuhe ausziehen, weil es könnten ja gefährliche Gegenstände, also das ist schon absurd. Dann musst du deinen Gürtel abgeben. Also ich musste meinen Gürtel abgeben, ich musste eine Ausweiskopie machen lassen. Das ist mir alles fast Wurst. Und trotzdem ist die Situation, dass man sagen muss, es passt alles nicht. Es ist ja auch völlig überzogen. Hier sind ja keine Gewalttäter am Start. Also, Sabrina Abou-Chaka oder? Nein, absolut. Ja? Sabrina Abou-Chaka, genau. Das ist ein guter Vergleich. Also was ich also auf jeden Fall sagen kann, wir werden also im Landtag auf jeden Fall eine Anfrage zu den Maßnahmen stellen, wie das sein kann, weil die Polizei sagt, sie haben die Anweisung, die Kopien zu machen. Der Richter sagt, er hat das gar nicht erlassen. Also der Richter hat natürlich auch ein Problem. Der hat heute im Gerichtssaal auch gesagt gehabt, dass er das so gar nicht gesagt hätte. Beim letzten Mal war es so, er kam ja aus dem Saal raus, da gab es eine kurze Pause. Da hatten wir ihn schon mal gefragt, weil das Gericht hätte gesagt, der Richter hätte das erlassen. Daraufhin hat der Richter gesagt, habe ich überhaupt nicht erlassen. Das hat er heute verneint, hätte er nicht gesagt, aber ich habe daneben gestanden. Also die Entscheidungswege müssen schon aufgezeigt werden, wer das hier so zu verantworten hat. Ne? Ich meine, Nancy Faeser sitzt ja nicht im Nebenraum, die wäre es nicht gewesen sein, aber irgendwelche von diesen Untergebenen da. Ja, aber ich sag mal, wenn man dann schon weiß, dass bei Nancy Faeser jemand arbeitet, der vorher der Politoffizier war für die Mauerschützen, also dann ist das schon sehr fraglich, was da läuft. Ja, das stinkt schon alles ziemlich nach Stasi, absolut, klar. Absolut. Ja, ja. Also ich glaube immer noch, also wir sind an den Anfängen und deswegen immer das Thema, wäre den Anfängen, das ist ganz wichtig. Wir sind in Anfängen in einer totalitären Geschichte, weil selbst ein Richter wie der, und ich will gar nicht sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass der auf irgendeiner Seite steht. Ich glaube, der ist tatsächlich Richter und will wissen, wie es läuft und hat das Gefühl, er wird verarscht. Ja, ja. Und das hinterfragt er, das ist gut. Es schwingt aber, ja immer auch noch so Verschwörungstheorien mit, ne? Genau, oh, das sind Leute, die denken irgendwelchen komischen Sachen oder so. Genau. Aber wie gesagt, also alles in allem, ich bin, also über das Urteil bin ich extrem gespannt. Wir auch. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, danke. Wie sieht's aus? Ja, gibt's noch nicht so viel zu sagen. Es ist, man dreht sich relativ stark im Kreis. Die Fragen wiederholen sich. Werden Sie heute fertig oder rechnen Sie? Nein, damit ist nicht zu rechnen, weil es sind noch weitere 5 oder 6 Zeugen, die noch vernommen werden müssen. Wahnsinn. Ja? Und na gut. So viel kann ich nicht dazu sagen. Ich kann nur nach meinem Rechtsempfinden schon mal das und verurteilen, wie man hier Menschen eben behandelt. Auch der Richter hat nicht ein Wort darüber verloren, dass jetzt eine 10-minütige Pause stattfindet. Man wird dann auf einmal aus dem Nichts angesprochen, dass man jetzt sofort den Saal zu verlassen hat. Aha. Und es wurde nicht kommuniziert öffentlich. Also das fühlt sich alles nicht gut. Also sowas wie eine Mittagspause gibt es nicht. Die gibt es jetzt, aber die wurde nicht mal offen, nicht kommuniziert. 10 Minuten oder was? 10 Minuten ist gesagt worden. Verrückt. Von dem Justizbeamten. Bekloppt. Okay, also die fahren weiter das Schikaneprogramm, ja? Ja. Okay. Und es sind 3 weitere Plätze jetzt wieder frei, denn 25 Menschen sind ja zugelassen worden. Die sich schikanieren lassen möchten. Ja, selbstverständlich. Wo von meiner Seite aus von der Verteidigungslinie noch ein bisschen mehr nachgehakt werden könnte. Aber das ist auch nur subjektiv, denn ich bin ja kein Jurist. Ja. Dankeschön. Bitte. Die Mann ja zu. Hi Sabrina. Hallo. Es ist 3 Uhr, wie sieht's aus? Ja, also bis 17 Uhr wird es mindestens noch gehen, hat er schon gesagt. Der Richter hat jetzt einen anderen Fall, den er quasi kurz eröffnet und verlegt. Danach wird der Saal wieder geräumt mit den anderen Angeklagten, Anwälten und Staatsanwältinnen. Und dann kommen wir wieder in den Raum rein quasi. Ach, ihr sitzt jetzt alle bloß da und wartet, oder was? Wir sollen jetzt warten, bis die andere Verhandlung kurz eröffnet und verlegt wird und geräumt wird und dann geht's mit uns weiter. Das heißt, jetzt spazieren alle hier draußen rum oder sitzen die im Raum drin? Die sind vor der Tür. Ach so. Zum Teil. Also wo die Besucher aus dem Raum sind, weiß ich nicht. Ich glaube,
Also ich kann auch nee, sind alle noch oben im Gang. Ach so, dann sind also alle. Ist das ja total anstrengend, oder? Diese Hängepartie. Ja. Oh Mann. Ja, es ist auch also für mich eine absolute Anspannung sondergleichen. Hast du das Gefühl, die wollen noch einen nächsten Verhandlungstag daraus kitzeln? Oder? Mindestens ein, ja. Was? Oh, jei. Ja. Fünf Verhandlungstage wollen sie draus machen? So viel liegt gegen dich vor oder ist es jetzt alles nur in die Länge gezogen? Ich weiß es nicht. Ich bin selber so erstaunt. Erstaunt und genau, also ich... Mücke zum Elefanten aufblasen. Genau. Gibt es auch einen Zeugen, der dich entlasten tut, den du angegeben hast und den du auch vorgeladen haben? Ja, die kommen jetzt. Das ist auch ein pensionierter Polizist und eine, die Dame, die in die Notfallsituation gekommen ist und noch eine andere Zeugin, genau. Gibt also nicht genügend Klimakleber, die man verknacken könnte? Die haben noch Zeit über für die hier, ja? Offensichtlich. Den wird ja bei Höchsttemperaturen von, ich glaube, 15 Grad Tagestemperatur Wasser und Creme gereicht, genau, währenddessen bei uns. Okay, vielleicht noch Sonnenhut oder so. Denn ja. Weist dich als Versammlungsteilnehmerin heute aus, nicht, ja, dass dir vorgeworfen wird, ja, du bist jetzt an einer nicht genehmigten Versammlung. Genau, also ein Button oder eine Lichterkette ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass eine verbotene Versammlung durchgeführt wird. Aha, genau. Ist ja gut, dass ich ständig ohne Symbolik rumrenne. Ist ja lächerlich. Und für welche Versammlung steht dieser Kaffee hier? Ja, das werden wir noch eruieren. Für die Versammlung der Kaffeesüchtigen? Genau. Also toi toi toi, Sabrina. Danke, dass du stehst, da seid. Du. Vielen Dank. Danke. Wir danken dir, Sabrina, dass du das Job alles machst. Ja, ich habe da keine Wahl, leider. Dankeschön. Hallo, du bist hier Zeugin zur Entlastung von Sabrina, aber heute noch nicht drangekommen, stimmt's? Genau, ich bin noch nicht drangekommen, aber das wird noch. Und wisst ihr, warum ich heute als Zeugin hier bin? Es ist zwar so, dass Sabrina am 17.01.2022 dafür gesorgt hat, dass der Rettungswagen tatsächlich kam, als ich festgesetzt worden bin. Ja, das ist schon ein bisschen schwer, daran zurückzudenken, aber ich denke, nachher im Saal werde ich die Fragen in aller Ruhe beantworten können. Ich sehe Sabrina als eine Lebensretterin. Ja, wir hoffen mal, dass sie als strahlende Siegerin hier zum Schluss rausgeht, die diesen Absolut. Scheiß hier durchstanden hat. Natürlich. Sie hat mir gerade erzählt, dass das vielleicht 5 Verhandlungstage insgesamt werden könnten. Oh, okay. Das ist natürlich echt heftig. Ne? Ja, also da drücken wir ihr mal die Daumen, dass das Ding irgendwann mal zwischendurch abgebrochen wird, wegen Marginalität. Ja. Weil irgendein Staatsanwalt doch mal gemerkt hat, dass sie ihn sein Gewissen plagt und dass er das überhaupt nicht verantworten kann, was hier gerade abgeht. Ja? Auch insbesondere im Vergleich mit tatsächlichen Straftaten, die hier in Deutschland passieren. Ne? Und die behaupten immer, sie wären überlastet und beschäftigen sich jetzt mit dermaßen offensichtlichen Dingen, denke ich mal. Ne? Ja. Ist schon eine Frechheit. Inga, willst du auch noch was sagen dazu? Ja. Das Kollabieren des Justizapparats, der im Korruptionssumpf mit tief drin hängt, ob Staatsanwaltschaften oder Richterschaften, ist deutlich sichtbar für alle für uns. Ja. Das ist einerseits zufriedenstellend, andererseits erschreckend, aber es muss halt alles ans Licht. Und das mit ans Licht zerren zu können, das ist einfach Motivation pur. Okay, damit hattest du heute das Schlusswort, ja? Danke. Ich hau nämlich jetzt ab. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Danke, dass du da warst.